Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und es freut mich, dass du dabei bist. Im letzten Podcast des Jahres, und da ist es ja Zeit, ein bisschen Rückschau zu halten. Insgesamt wurden auf diesem Kanal in diesem Jahr, habe ich mit den Astro-Videos gut 116 Videos aufgespielt. Ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast. Jeden Mittwoch eine Meditation, jeden Freitag diesen Podcast, wo ich mich mit ein paar Gedanken melde. Und ja, das Jahr ist schnell vergangen und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, diese Videos zu produzieren und ins Netz zu stellen. Ich melde mich heute hier vom wundervollen Bleschinger See und es freut mich, wie gesagt, dass du dabei bist, dass du die Videos geteilt hast, geliked hast, und der Kanal ist phänomenal gewachsen dieses Jahr. Also ich habe so viele neue Abonnenten wie noch nie dazu bekommen und auch dafür möchte ich Danke sagen. Was mir auch noch wichtig ist, im alten Jahr, ich möchte mich bedanken für die vielen Weihnachtswünsche, Weihnachtsgeschenke von Klienten, für die vielen Zusagen, für die vielen Fragen, die interaktive Community. Und ich finde das wirklich toll, dass da etwas wächst. Wir sind ja immer noch in dieser sehr bewegten Wassermannzeit und deshalb sind ja fast 1,5 Jahre alle Kurse bei mir ausgefallen und ich kann jetzt verkünden, dass ich ab 2022 endlich wieder Ausbildungen geben kann und Seminare geben kann, auf was ich mich wirklich freue. Das Kursprogramm findest du in den Links unter meiner Homepage www.ereni.com. So, das war jetzt genug der Danksagungen und der Werbung. Ich möchte jetzt noch kurz aufs Wassermannzeitalter eingehen, weil ich immer wieder gefragt werde, auch bei Klienten, die sagen, okay, ich trinke jetzt viel mehr seit dieser Krise, ich habe viel mehr Alkoholkonsum. Und das entspricht ja natürlich ein bisschen diesem Wassermann-Prinzip, wo wir jetzt sind. Das heißt, dieses Freiheit, den Kopf ein bisschen aufmachen, ja, und ein bisschen leichter werden. Und ich wurde auch gefragt, na, wie kann man denn das anders leben? Denn das ist natürlich die Integration dieses Prinzips, aber man kann das ja natürlich auch auf ein bisschen kreativere Art integrieren und etwas weniger gesundheitsschädliche Art, das vielleicht alles auch leben. Und da wäre mein Vorschlag an dich, wie kannst du Wassermann-Prinzip leben für dich? Wie kannst du das Prinzip Freiheit leben, Kreativität leben? Ich würde dich dazu einladen, neue Erfahrungen zu machen. Wassermann ist, neue Visionen zu generieren, eine neue Sprache zu lernen, zum Beispiel an Kursen teilzunehmen, Bücher zu lesen und Reisen im Kopf zu machen. Auch das ist Wassermann-Prinzip. Du kannst dich irgendwie kreativ betätigen, etwas schreiben, etwas malen. Hauptsache, du lebst ein bisschen so diese Beweglichkeit des Wassermanns auch rein. Deshalb bin ich auch so viel bei diesem Podcast jetzt rausgegangen, raus aus meinem Studio und schaue heute vom Bleschinger See, dass ich dich da begrüßen kann, einfach in Bewegung bleiben und wieder was Neues auszuprobieren. Und ich lade dich dazu ein, sei kreativ, komm da in deine visionäre Energie rein. Wassermann wäre zum Beispiel auch etwas mit Technologie, ja? Lerne ein Computerprogramm, wenn du möchtest, oder irgendetwas mit dem Computer anders umzugehen. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Wassermann-Prinzip kreativ zu integrieren, ohne gleich zu Alkohol oder zu Drogen zu greifen. Ja, das wäre so mein abschließender Tipp zum Jahreswechsel. Ich hoffe, du hast einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns demnächst wieder und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles, alles Gute, nur das Allerbeste, dein Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Danke und tschüss.